da in Brüssel habe ich vor allem einfach so ein Atelier. Und ich male vor allem da. Das ist so ein Ort, wo ich selber irgendwie alles mir erarbeitet habe. Ich lebe ja hier in der Stadt und bin eigentlich sehr so in einem urbanen Raum, sehr begrenzt, so alles recht so strukturiert. Darum in diesen Bildern kann ich dann so richtig so eintauchen und eine Welt schaffen. Ja, ich finde irgendwie, dass die Farben, die geben irgendwie etwas Frisches. Man muss ja eigentlich mit den Bildern konkurrenzieren, die es gibt, oder? So vom Computer, von Handys. Dort sind ja auch die Farben sehr stark und sie kommen einem so entgegen, so wie Blitz. Und das interessiert mich irgendwie, das in Malerei umzusetzen. Es geht eigentlich immer so über Zeichnung, das ist sehr wichtig. Skizzen sind, also ich habe immer etwas dabei. Also, dann ja einfach Hühner oder einfach was, Vögel abzeichnen auf der Terrasse oder da eine ganze Serie von Pornosexstellungen und so gemacht. Und einfach alles, es hat viel mit Vorstellungen zu tun. Eigentlich alle Sachen sind zuerst in irgendeiner Form von einer Zeichnung gewesen. Ich finde es natürlich sehr spannend, so zwischen dem Malen amix rauszugehen aus meinem Atelier. Und dann mache ich Spaziergänge, dann irgendwie gehe ich zum Beispiel an den Kanal oder an den Markt. Und was ich erlebe, widerspiegelt sich irgendwo durch, auch in meiner Malerei. Sind es dann 2 Jahre, wo ich hier in Brüssel wohne. Einfach so ein mein Ort, der fern ist von dem, was ich kenne, von meinem Umfeld, von meinen Freunden. So ein Rückzugsort. Und da kann ich wirklich so ein ruhig sein und mich auf meine Arbeit konzentrieren. Die Malerei kann irgendwie eine Welt öffnen für etwas, wo man irgendwie kennt, aber nicht so genau fassen kann. So. Und die Leute in andere Welten zu versetzen, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber irgendwo durch ist es das. Mir ist wichtig, dass etwas überkommt. Ob schön oder nicht schön, das ist eher so eine völlig irgendwie andere Frage. Das hat mit ganz anderem Zeug zu tun. Ich glaube, was mir wichtig ist, ist, dass ein Blick stimmt, zum Beispiel. Gewisse Sachen müssen irgendwie funktionieren, dass es berührt. Und dann ist es eigentlich, dann finde ich, sind so Proportionen vom Körper überhaupt nicht wichtig. Das ist eben genau die Abstraktion, die spannend ist. Jetzt kann man sich drin verlieren. Jetzt schaut man und nach 3 Minuten kann man immer noch schauen. Und irgendwann gibt es so den Moment, wo es einfach irgendwie stimmt.